Hier ist Smartport TV, unser Thema heute, die Zukunft der Tide-Elbe. Deswegen bin ich heute im Gebiet Kreetzand. Bei diesem Pilotprojekt im Osten von Wilhelmsburg geht es auf der einen Seite darum, die Zufahrt zum Hamburger Hafen langfristig zu sichern, aber auch einen wertvollen Lebensraum für die Natur zu erhalten. Die Tide bringt ja bei Flut und Ebbe jede Menge Sedimente mit, die durch die Strömung am Boden erodiert, mitgeführt werden und in Stillwasserphasen sedimentiert das dann. Wir haben aber eine Tide-Asymmetrie, die Flut bringt mehr mit, als die Ebbe wieder wegtransportieren können. Und insbesondere in den letzten Jahrzehnten hat diese Tendenz stark zugenommen. Und das liegt daran eben auch, dass die Tide-Parameter sich verändert haben. Also der tägliche Tidenhub ist ja deutlich angestiegen von 2,5 Metern vor 50 Jahren bis auf heute über 3,60 Meter. Und die Idee ist, mit solchen Dämpfungselementen praktisch dieses Tide-Schwingungssystem zu dämpfen, damit wir geringeren Tidehub haben und insbesondere geringere stromauftransportierte Sedimente. Wir befinden uns am nördlichen Rand des Baufeldes zum Flachwassergebiet Kreetzand. Mhm. Was wir hier sehen können, ist zum einen ganz im Hintergrund der Bodenabtrag, um halt dem Wasser mehr Raum zu geben. Die Dumper, die dort hinten fahren, fahren das Material ins Depot oder in die Bereitstellungsfläche. Bereitstellungsfläche sind Böden, die anschließend auf Deponien verbracht werden und dann dem Stoffkreislauf quasi entzogen sind. Und die anderen Halden hier vorne rüber sind Böden, die wir verwerten können in anderen HPA-Projekten oder auch in anderen Projekten. Je nachdem, welche Sandqualität das dann gerade ist, wird dann ein passendes Verwertungsprojekt gesucht. Eine Frage noch zu den Volumina, die hier abgetragen werden. In welchen Größenordnungen bewegen wir uns da? Die Geländeoberkante, als wir hier begonnen haben, lag bei ungefähr bei NN plus 5,50 Meter. Mhm. Und das Flachwassergebiet, die Sohle, liegt anschließend bei ca. minus 2,50 Meter NN. Das heißt, wir tragen eine Bodenhöhe von 8 Metern ab, was in etwa der Höhe eines Einfamilienhauses entspricht. Aus diesem ganzen Abtragsvolumen geben sich 2 Millionen Kubikmeter Böden. Und das ist das siebenfache Volumen des Wassers der Binnenalster. Welche Vorteile entstehen denn für Natur und für Flora und Fauna? Es entsteht ja praktisch auf der Binnenseite, also nicht nur auf der Außenseite, sondern auch auf der Binnenseite auch neue Tide-Lebensräume, also Uferzonen, in denen sich entsprechende Pflanzen und Tiere ansiedeln können. Es entsteht praktisch auch ein neuer Auwaldstreifen auf der Binnenseite. Es entsteht hier praktisch ein neuer Tide-beeinflusster Lebensraum. Und das ist natürlich für die Natur wunderbar. Vom neuen Tide-Gebiet profitieren also Mensch, Natur und Wirtschaft. Die Tide-Elbe ist also im wahrsten Sinne des Wortes der Fluss, der uns bewegt. Bis zum nächsten Mal in Hamburg, sagt man Tschüss.